Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Seit sehr langer Zeit. Ja, ich lebe noch. Ich wollte mich mal wieder melden und ein kleines Live-Update sozusagen von mir geben und berichten, was so in den letzten Monaten bei mir war. Ich glaube, das letzte Video war im Oktober gewesen, soweit ich mich erinnere. Oktober, November, Dezember, Januar. Also ich war wirklich 4 Monate inaktiv gewesen. Ich wollte euch eigentlich nur so ein bisschen berichten, wieso, weshalb, warum und wie es mir so geht und was sich so bei mir im Leben tut. Und ja, wenn ihr Lust daran habt, dann könnt ihr einfach dranbleiben. Das wird jetzt einfach nur so ein bisschen vlogmäßig werden und ich hoffe, dass ich dieses Video im Übrigen auch hochladen kann. Also, was war bei mir so in der letzten Zeit los gewesen? Fangen wir doch damit mal an, was am allergrößten war. Ich hatte sehr viel zu tun auf der Arbeit. Ich muss mich wieder konzentrieren, dass ich in die Linse reingucke. Es war wirklich sehr viel los bei mir auf der Arbeit gewesen. Ich habe eine Fortbildung gehabt und hatte, ja, Fortbildung mit Prüfung und alles. Und das war in der Vorweihnachtszeit dann auch noch gewesen. Und ich war einfach dead. Also ich war so, also ich habe meinen Körper so geschändet, ich habe das so richtig krass gemerkt, weil ich so dermaßen gestresst war. Ich habe es auch immer noch, mein komplettes Gesicht hier, die ganzen Pickel, es ist immer noch nicht ganz weg. Ich habe das einfach so sehr gemerkt, dass ich meinen Körper, ja, an die Wand gefahren habe sozusagen. Dementsprechend war da wirklich sehr viel los gewesen und ich hatte eigentlich noch ein bisschen was vorgehabt. Ich habe auf Instagram im Übrigen bin ich immer noch total aktiv, also falls ihr Interesse an meinem Leben habt, schaut da immer, wie gesagt, ich sage das glaube ich in jedem Video, unten in der Infobox, schaut da gerne nach. Ich habe da wirklich, da bin ich immer auch aktiv und da tue ich auch immer mal ein paar Videos drehen oder ich lade Fotos hoch. Hier ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden, weil ich hab wirklich so viel vor. Ich hab so viel vorgehabt. Ich wiederhole mich. Ich habe zum Beispiel meine Haare, die sind ja wirklich schon mittlerweile echt richtig lang geworden. Und ich wollte, / will ja eigentlich auch immer noch so eine Art Challenge machen. Beziehungsweise, ich habe dann wirklich geplant, ein Haartagebuch zu machen. Ich habe wirklich so viel geplant. Ich habe das sogar halbwegs bei mir auf Instagram angepriesen gehabt. Und ja, was hat dann Verena gemacht? Kleine Verena dapst auf ihrem Laptop. Mein Display ist kaputt. Ich hoffe, dass ich dieses Video überhaupt hochladen kann. Also Spider-App hoch 10. Ich sehe da gar nichts mehr drauf. Mein Laptop ist total verwirrt. Virus, nicht verwirrt im Sinne von verwirrt sein, sondern verwirrt, Viren, Verena Deutsch. Also der ist wirklich komplett gegen die Wand gefahren. Also ich hoffe, dass ich dieses Video überhaupt hochladen kann. Und ja, das war wirklich ziemlich heftig. Ich habe jetzt auch ein neues Auto mir holen müssen, weil ja, mit meinem anderen Auto gab es ein, zwei Sachen, wo ich nicht mehr so gut fand, und dann hat es halt eine gute Chance gehabt, da hat gerade jemand sein Auto verkauft und das muss ich natürlich auch noch irgendwie abbezahlen und dann reise ich jetzt ja noch nach Schottland, also ihr werdet das Video wahrscheinlich anschauen, entweder lade ich das noch vorher hoch oder ich weiß es nicht genau. Also jetzt am 18. Februar fliege ich halt nach Schottland für eine Woche, was natürlich auch wieder Geld kostet. Ja. Das ist gerade mein Leben. Und da komme ich halt tatsächlich auch gerade an meine Grenzen. Ich versuche trotzdem noch, weil YouTube mir einfach so dermaßen viel bedeutet. Ich habe auch sehr viele alte Videos von mir angeguckt, weil ich die auch wirklich... ich finde es immer sehr schön, wenn man doch seine eigene Entwicklung zuschauen kann, wie ich mich oder beziehungsweise nachvollziehen kann. Ja. So viel dazu. Also es war wirklich sehr viel los. ich weiß auch gar nicht, inwiefern ich dann... ich möchte, wie gesagt, YouTube nicht aufgeben. Dafür mag ich YouTube zu sehr, zwischendurch einfach mal immer ein Video hochzuladen. Ich mag es einfach. Ich würde auch wirklich sehr viel aktiver gerne sein. Wäre mir doch tatsächlich jetzt nicht da so die Hände gebunden, was die Technik betrifft.
Und ja, einfach mal so mir nicht sehr nicht für 400, 500 € was eigentlich so diese günstigsten Laptops sind, die auch ein bisschen was taugen, ja, aufzubringen, ist halt auch gerade leider nicht unbedingt drinne. Und ja, ich muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ja, so viel zu meinem technischen Problem und warum so lange keine Videos kamen. Ich habe euch nicht vergessen. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich habe jetzt tatsächlich schon ein, zwei Mal Kommentare bekommen unter meine Videos, was denn los ist, wie es mir geht. Und finde ich total süß, auch so auf, ja, meine Leute, die ich halt kenne, die haben mich auch schon angeschrieben, hat gesagt, hey Verena, ist alles okay bei dir? Und das finde ich total toll und keine Ahnung. Also ich freue mich auch wirklich, wenn ich wieder ein bisschen mehr machen kann und euch auch ein bisschen mehr mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie alles gewuppt bekomme. Fingers crossed, drückt mir die Daumen, dass ich, keine Ahnung, irgendwo vielleicht noch eine Geldquelle finde. Oder beziehungsweise, dass ich das halt irgendwie hinbekomme. Ja, zu meinen Haaren, weil das vielleicht einige interessieren, die sind wirklich verdammt lange geworden. Ich zeige euch das auch gerne mal so. Also die gehen mir mittlerweile wirklich wieder bis hierhin. Ich bin auch, tue sie auch immer noch sehr gerne flechten. Von den Stufen her und alles, also es ist alles wirklich on top. Ich habe sie mir auch letztens erst nochmal nachgefärbt, weil ich möchte ja mit schönen Haaren ja, nach Schottland fliegen. Jetzt gerade sehen die hier total braun aus. Ja, die sind so in einem schönen, natürlichen Herbstgold. Also ich finde das wirklich eigentlich eine sehr schöne Farbe. Aber wie gesagt, aktuell sieht das hier mit der Belichtung einfach nicht so gut aus. Die fühlen sich auch noch sehr gut an. Klar, hier unten merke ich das jetzt schon langsam. Ich war jetzt ja auch tatsächlich das letzte Mal vor 1,5 Jahren beim Friseur gewesen. Shame on me. Ja, aber ich werde demnächst dann doch nochmal zu einem hingehen müssen, weil die sind mir einfach jetzt schon wieder viel zu schwer. Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, dass ich da irgendwann mal einen Friseur finde, dem ich auch wirklich meine Haare anvertraue. Zum Friseur zu gehen ist ja eigentlich gar nicht das Problem, sondern einen Friseur zu finden, dem man vertrauen kann. Ja. Aber fingers crossed, ich hoffe, dass alles soweit ganz gut läuft. Ich habe im Übrigen, ja, guckt bitte nicht so sehr. Ich habe wirklich sehr viele Pickel. Ich habe Herpes und alles. Mein Körper verdaut tatsächlich immer noch den Dezember-Stress. Und jetzt zeigt es auch noch an, dass mein Akku bald leer ist. Und ich finde mein Ladegerät leider nicht. Das ist wirklich so alles ein bisschen bedeppert. Aber nichtsdestotrotz wollte ich doch einfach mal wirklich wieder ein kurzes Lebenszeichen von mir geben. Mein Kanal gibt es noch, ich lebe noch. Es wird auch weiterhin Videos von mir geben. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie und wann und wie alles klappt, aber sei mir doch mal gute Hoffnung, das wird alles schon werden. Ja, ich habe euch nicht vergessen. Genau, ich werde dann auch aufhören. Ich wollte, wie gesagt, nur mal ein kurzes Lebenszeichen von mir geben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder, was hoffentlich ganz schnell kommt. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns. Wir hören uns. Wir hören uns. Jetzt bin ich bei den ganzen Sprachnachrichten, wo ich immer versende. Wir sehen uns, hoffentlich. Okay, bis dann.